Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap ohne Gräben Version 3.1. Wir sind auf Feld 1 am Raps einfahren. Und das geht hier recht schnell. Wir haben zwei Drescher gleichzeitig am Start. Wir haben zwei Abfahrer. Nur der Ertrag ist irgendwie nicht so toll. Das Feld ist hier fast abgeerntet. Also wenn man mal hier gucken möchte bei Feld 1. Und ich habe noch nicht einen einzigen, noch nicht mal einen ganzen Trailer voll. Ich weiß nicht, warum das nicht so ertragreich ist. Was macht er jetzt da hinten? Ja, werden wir gleich sehen. Achso, ja, es kann natürlich sein. Er ist jetzt mit den Vorgewänden fertig. Er fährt jetzt und ab. Ja, oder auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Vorgewände ich eingestellt habe. Oh, er fährt erstmal ein bisschen hin und her. Alles gut. Schon werden, ne? Naja, ich bin jetzt mal in der Hoffnung, dass das alles gut geht. Und dann können wir nämlich mal ein bisschen Milch wegbringen, weil der Milchwagen ist voll und die Kühe haben mit Sicherheit, könnte ich mir gut vorstellen, auch den nächsten Wagen schon voll gemacht. Also zur Molkerei. Ja, hier werde ich mir irgendwann noch einen Weg durchbauen. Weil besser ist das. Nein. Spart Wege, spart Zeit. Steht immer noch mein Big M mit der Krone Ultima. Das meine ich dann schon direkt aufs nächste Feld schicken. Aber ich brauche eigentlich gar nicht so viel Gras. Bei den Schafen ist noch genug. Zu den Kühen habe ich erst was hingebracht. Und bei der Mischfutterfabrik liegt auch noch was. Und da ist das Feld ja auch noch voll mit Grasballen. Das heißt, die kann ich dann auch noch zur Mischfutterfabrik bringen. Aber die Mischfutterfabrik ist auch voll. Also, da kriege ich auch im Moment gar nichts mehr unter. Los. Warum fährst du? Ich zu weit weg oder was? Passt dir das nicht? Voll sein kannst du ja noch nicht. War ich jetzt auch ein Wassertrigger oder wie? Er hat mir auch gezeigt, ich kann abladen. So. Ja, muss ich wohl auf dem Wassertrigger gewesen sein, denke ich mal. So, noch keine Katastrophenmeldung von Feld 1 bisher. Ich werde nicht sagen, dass ich das gut finde, aber nicht gut. Ja, nicht die Mülleimer umfahren. Die Tonnen. Ja, da wird auch fleißig produziert. Joghurt dürfte schon fast wieder voll sein. Müssen wir mal wieder abholen da. Joghurt habe ich bei der letzten Abholung nicht mitgenommen, weil mein Trailer voll war. Und da waren die Spawnerplätze alle voll und dann habe ich dann einfach nur so ein bisschen, ein paar Paletten zur Seite geschoben. Aber es dürfte jetzt auch bald alles voll sein. So. Ruckelt hier ein bisschen bei mir im Spiel. Der Anhänger, der Auflieger. Das wird schon werden. Ja, die Kühe müssen auch gleich noch. Auch gleich noch was haben. So. Stop. Auffüllen. Wie voll sind denn die Kühe? Ach du Scheiße. Okay.
hinterher noch einen halben Tag fahren. Sind ja noch 6 Fahrten. Ich glaube, ich probiere mal eine Kursaufzeichnung. Vielleicht geht das ja. Weiß es nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Boah, das wäre natürlich schön, wenn ich die Milch automatisieren könnte. In der hier, ne, wenn ich mich da nicht weiter drum kümmern muss. Kann das sein, dass ich so wenig Raps nur aus einem Feld kriege? Kann auch nicht wahr sein. Das war doch gedüngt. Ich meine, das Feld ist gleich leer und ich habe 2 Trailer, die zu 66% gefüllt sind irgendwie. Das kann es ja nicht sein. So, Kursaufzeichnung beginnen. Auch wenn das ein bisschen unkonventionell ist, zeichne ich meinen Kurs tatsächlich so auf, dass ich hier durchfahre. Das mache ich, da kenne ich keine Freunde. Dann habe ich dann da auch mal eine Straße, wenn ich meine brauche. Nur mal diese Walze kaufen, wo man Wege mitmachen kann und so. Kann man auch sauberer fahren, aber ich nicht. Lernen wir daraus, ganz dicht hier dran fahren. Abladen. Abladen geht ja schön schnell, ne? Ich wünschte, so ein Schlauch, so ein Rohr hätte ich am Kuhstall auch. Habe ich aber nicht. Ich habe ja keinen Verkehr. Ja, ausgeschaltet. Ich frage mich. Wie lange war ich denn nicht mehr bei den Kühen? Das ist ja unfassbar. Unglaublich. Sorry. Ich werde es nie lernen. Da braucht man nicht reinklicken. Ich. So. Molkerei. So, ein Flüssigkeitstransport ist es. Das ja auch nicht mit Milch. Ja, Lexion steckt fest im Verkehr. Kümmere ich mich gleich drum. Das ist doch wieder dieser drogensüchtige
So, ist ja bald mal voll hier. Ach ja, scheiße. Entschuldigung. Klar, vergessen einen Wartepunkt zu setzen. Beim Flüssigkeitstransport muss ich einen Wartepunkt setzen. Ist richtig. Stimmt. Und zwar da, wo ich die Flüssigkeit abladen will, muss ich einen Wartepunkt setzen. Das habe ich vergessen. Nochmal. Schadet ja nicht. Das schadet. Das ruckelt. Nein. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, glaube ich. Ups. Ganz so wild fahren. Da kommt ein Wartepunkt hin. Trotzdem laden wir jetzt auch schon mal aus. Weiter geht's. Wow. Was machen denn bitte schön meine Abfahrer? Geht gar nicht. Ja, guck ich mir gleich an. Bin ich hier mit dem Cosplay fertig. Da und dann gucken wir mal, ob der Kurs funktioniert. Sehr gespannt. Ich bin eigentlich von diesem Big M gespannt, bin ich so begeistert. Was überlege, das irgendwo so komplett unterstellen kann. Ich wüsste aber nicht wo. Wüsste nicht. So, was wir jetzt machen müssen, ist natürlich nicht zum Motorräder löschen. 9 Milch zur Molkerei machen. So. Molkerei. Speichern. Wo wir den auch gleich in den Ordner schieben. Ordner. Nein, ich soll ja nicht direkt losfahren. Sollte er hier tanken, aber was macht er das ja noch? Alter, was stimmt mit dir nicht? Das kann doch nicht sein, dass ich von so einem Feld nur irgendwie nicht mal 100.000
Kriege des Ganzen. Da hinten? Walzer tanzen oder was? Mal du jetzt vorhast. So, wo ist mein Milch-LKW? So langsam bin ich da rumgefahren? Niemals. Das Ganze hier als Wendemanöver. Unfassbar. Oh. Hallo? Pfeif dich doch einfach mal hier. Oh, unglaublich. Hier abgeht. Der da hinten, er macht nur schön Kreise. Soll er Kornkreise machen oder was geht hier ab? Ich meine, so kommt man auch irgendwann in die Situation, dass man das ganze Feld abgearbeitet hat, aber... Sinn der Sache ist das ja eigentlich nicht, ne? Leute, was geht hier? Was stimmt mit euch nicht? Los. Trash da, wo nichts mehr ist, auch schön. Ey. Geht gar nicht.
auch schön. Erstens habe ich Fruchtumfahrung aktiviert. Hey. Konnte es dazu kommen, frage ich mich gerade. Wie konnte es dazu kommen? Unfassbar. Hey. Das ist ja nicht. Er fährt da immer noch im Kreis. Du stellst dich wieder mitten in die Frucht rein. Ganz großes Kino. Der Anfang war gut, aber der Schluss. Fertig bist. Mischt. Ja, wir überziehen heute, aber ich will das Feld eben fertig haben. Und dann ist auch Feierabend. Diese Folge. Dann kümmere ich mich mal so ein bisschen erstmal um die Kartoffelernte. Ja, immer langsamer oder täuscht das? Ja, unfassbar. Ich habe nicht mal zwei Trailer voll gekriegt. Gibt's doch nicht, oder? Der andere Fahrer kommt auch irgendwie nicht auf die Idee, hier mal herzufahren. Beide noch abzutanken. Unfassbar. Der Klaas steckt jetzt auch noch angeblich im Verkehr fest.
Ja, los, rammt euch! Du bist auch so ein Vollhonk. Wahrscheinlich liegt's an mir, ich weiß. Liegt ja meistens am Anwender und nicht. Ne? Aber. Mann. Schon echt ätzend. Los. Du noch? So, ist jetzt abtanken oder nicht? Das ist heute echt anstrengend. Na los jetzt. 30%. 2 Wagen. Nicht mal 2 Wagen voll. Naja, zufrieden bin ich damit noch nicht, muss ich ja sagen. Aber ich will mich nicht aufregen. Wir haben hier erstmal geerntet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei dieser Mega-Folge, fast doppelt so lang wie normal. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Anmerkungen habt, dann hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like, abonniert mich. Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, freue ich mich umso mehr. In diesem Sinne dann, ciao!